Was ist das denn, Leute? Was ist das? Digga! Das kannst du mir nicht erzählen. Boxy Boo in real life. Rechtzeitig zum, naja, Startschuss von Project Playtime werden wir uns heute mal richtig wilde Videos angucken. Und ich schwör's euch, Leute, die werden richtig krass. Wir gehen auf jeden Fall rein. Lasst ein Like, wenn ihr Bock drauf habt. Und let's go. Zuallererst sind wir auf dem Kanal von YouTube Mami Long. Und wie wir sehen können, sind hier zwei Grabhack-Hände und, ein Arm von Kissy Missy vielleicht, der hier so mäßig abgefetzt worden ist. Okay, krass. Und da vorne, oh Gott. Ging jetzt erstmal eine Tür zu hinter ihm, aber da vorne ist halt ein Schalter. Was kann er damit aktivieren? Anscheinend hat er gerade irgendwie einen Schacht aufgemacht und klettert da rein. Ja, mit der grünen Hand dürfte er den anderen Schacht noch aktivieren. Da darf er nicht durch. Hätte er mal mein Mod-Menü, Leute, ne? Dann hätte er die Tür einfach mal löschen können. Da bin ich mal gespannt, wo es hingeht. Okay, er muss da oben noch einen Schalter aktivieren. Er kommt da aber... Oh, er kommt da doch ran. Junge, wie weit kann der Typ springen? Krass. Noch ein Schacht auf. Und er ist wieder zurück. Aber was hat ihm das jetzt gebracht, Original? Oh Gott. Was ist das denn? Habt ihr die Hand da gesehen? Was ist denn das? Das ist aber ein Charakter, den man jetzt gar nicht kennt. Okay, krasse Mechanik, muss man auch an der Stelle mal sagen. Und er ist jetzt irgendwie in so einem ganz komischen Tunnel drin. Sieht alles grau aus. Einfach die Katakomben auf Doom. Was ist das da vorne? Wieder Blut, eine geheime Megatür. Okay. Macht jetzt hier, glaube ich, erstmal den... Ah, ja. Okay, er aktiviert hier den Schalter. Ich glaube, ich weiß, was da gleich kommt. Aber das ist eine zusammenhängende Story, Leute. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns das nochmal vor Augen halten. Falls wir das schon gesehen haben. Manchmal sind diese Filme natürlich immer so ein bisschen... Da kommt richtig, richtig abgefahrener Kram noch im Zusammenhang mit Boxy Boo. So viel ist sicher. So, ich muss jetzt hier erstmal die vier Schalter aktivieren. Und jetzt... müsste ja eigentlich die Tür geöffnet werden. Hat er eine Tür vergessen? Hat er einen Schalter vergessen? Da, ne? Fünf muss er aktivieren. Ja. Geht die Tür immer noch nicht auf? Doch. Uff, was ist dahinter? Mami Long Legs. Wartet dort. Und hat hier Kissy Missy mitgenommen. Aber das erklärt noch nicht die grüne Hand, die da eben war. Oh oh. Oh oh. Leute, ihr müsst bedenken, es ist selbst animiert, ne? Ich glaube, sie hat ihn gehört. Er ist jetzt drin und sie dreht sich um. Was macht die da mit der Hand? Einen Knopf drücken. Digga, lauf! Also, sie hat Licht angemacht. Also, ich würde an seiner Stelle ziemlich schnell durchziehen. Okay, wir wissen aber nicht, was das jetzt gerade war. Er ist anscheinend weggelaufen. Okay, ja. Aber wie kommen wir zu Boxy Boo, ist die Frage. Da oben kann er sich ranzippen. Und, oh. Wo ist der denn, Alter? Okay. Das ist jetzt richtig crazy. Er springt quasi durch eine Wand durch. Da war irgendwie eine Öffnung. Wo ist der da, Mann? Einfach geisteskrank. Da schafft er es, glaube ich, nicht drüber zu springen. Er muss runterspringen. Es ist ziemlich dunkel jetzt. Oh. Oh Gott. Mama ist da und will ihn schnappen. Treibt sie ihn irgendwo rein? Oh oh, da kommt noch einer, ne? Baby Long Legs war das. Und der kann den Schacht benutzen, um wegzukommen. Uff. Sehen wir uns mal die Fortsetzung an. Alles klar. Ist jetzt hier irgendwo gelandet in so einer Art Baukasten. Er muss anscheinend ein Puzzle lösen, damit er da durchkommt. Was ist das für ein Zylinder, Leute? Ganz komisches Ding. Okay, er kann dem Schalter den Zylinder drehen. Oh, super interessant.
Dann kann er jetzt wahrscheinlich das Ding da aktivieren. Und hat jetzt hier die Möglichkeit, den nächsten Zylinder auszuwählen. Muss jetzt allerdings wahrscheinlich ein bisschen beeilen. Also es sind mehrere Zylinder auch irgendwie. Ah, er muss da einfach durchlaufen. Wofür ist denn die Treppe da? Das weiß man halt nicht. Ah, er macht es klug, Leute. Er macht es klug. Sehr nice. Aber ich glaube... Ne, er muss wieder zurückgehen. Ah, er hat den Dulli-Move gemacht, Leute. Er hätte doch nach oben gehen sollen. Oder? Er aktiviert den nächsten Schalter. Die Tür ist ja jetzt offen. Ah, damit hat er das Ding nochmal gedreht. Ah, okay, er kann also gar nicht nach oben gehen. Vielleicht war ich gerade auch der absolute Blindfisch. Hey, mach die Tür auf. Und wo geht's da jetzt rein? Das sieht da hinten ziemlich düster aus. Was ist Rätsel gewesen? Und wir gehen weiter. Wir sind jetzt bei Buggy Huggy unterwegs. Project Playtime ist hier das Thema jetzt. Und was passiert da? Alter, er hat einfach Animation gemacht, Digga, von Project Playtime, neues Game. Aha. Wo ist der da gerade? Ist der da gerade auf der Map von Project Playtime? Okay. Kann man so machen? Soll jetzt da irgendwie so einen Knopf drücken? Und was ist das denn für eine Stimme? Leute. Du solltest nicht hier sein. An irgendjemanden erinnert die mich. Ist die von GameToons? Okay. Was zum... Er drückt da nochmal drauf. Kannst du mir helfen? Es gibt immer eine Möglichkeit. Du enttäuscht mich. Ich warne dich, du solltest das nicht tun. Hört ihr das? Das war jetzt gerade aber nicht mehr aus der Pappe. Oh, was passiert da? Ich glaube, er hat ihn beschworen, oder? Da ist der Killy-Willy-Typ. Ey, die sind da mitten in der Factory, oder was? Okay, und da ist ein Wissenschaftler und der läuft hier an Killy Willys Pappe vorbei und auch an Granny, Grandpa Long Legs. Und hier ist halt so eine Treppe nach unten. Was macht er da? Da ist die Daddy Long Legs Attrappe. Heiliger Al. Läuft der? Der läuft jetzt nicht dahin, wo ich denke. Oh, die Pappe ist runtergefallen. Er hat Angst bekommen, natürlich. Hätte ich auch. Was ist das denn, Leute? Was ist das? Digga! Das kannst du mir nicht erzählen. Hä? Was genau passiert da jetzt? Er geht dahin zu dem Karton, zu der Box. Und wow, habt ihr das gesehen? Digga! Was war das gerade? Geiler Abschied. Alter Schwede, hier sehen wir das nochmal, wie die Animation in dem Trailer war. Digga, wie krass. Da geht das Ding auf, ne? Und wenn ich der Typ wäre, wüsste ich spätestens jetzt, ich bin dead. Hörst dir an, wie es klimpert. Der Typ ist so tot. Der ist sowas von tot. Leute, das war's auf jeden Fall wieder mit Boxy Boo Content. Habt ihr Bock auf Project Playtime? Dann schaut auf meinem Hauptkanal vorbei und lasst ein Like für dieses Video da. Dankeschön, Leute. Vielen, vielen Dank. Dickes Küsschen. Dano out.